Oh Mann! Also als ich hier angefangen habe, das alles aufzuräumen, hätte ich nicht gedacht, dass die Werkbank bald nicht reicht. Einiges an Drechselwerkzeug hat sich angesammelt. Ja, und mit dem heutigen Video will ich endlich ein für alle Mal ein System schaffen, wo ich all diese ganzen Werkzeuge einsortieren kann und wenn dann noch mal was dazukommt, kann ich es im Idealfall noch ergänzen. Aber ich muss ehrlich sein, ich wusste gar nicht so genau, wie ich jetzt hier am besten anfange, dass ich das alles irgendwie sortieren kann, weil das sind alles so klobige Bauteile, die man nicht so geil verstauen kann. Ja, und das Ganze kann heute nur funktionieren, wenn wir kein French Cleat benutzen. Warum das der Fall ist, werde ich ein bisschen später im Video erklären. Wir müssen jetzt als erstes mal ins Holzregal und ein bisschen Plattenware holen, damit wir eine Grundbasis schaffen können. So, es kann so einfach sein. Nicht so dumm sein wie das letzte Mal und die Platte selber rumschmeißen. Sau gut. Wenn es um das Thema Dübeln geht und ihr damit auch arge Probleme habt oder hattet, habe ich einen Tipp für euch. Ohne Scheiß, ich bin echt nicht euer Ansprechpartner, wenn es ums Dübeln geht, aber mittlerweile so habe ich es in meiner Konstellation gut hinbekommen. Meistens das erste Problem, man hat nicht die passenden Dübel. Nächstes Problem, man hat nicht die passenden Schrauben. Nächstes Problem, das Kabel nervt ultimativ. Was für ein Gerät sollte man sich kaufen? 200 Euro will man jetzt auch nicht unbedingt ausgeben. Ich werde euch jetzt mal meine Low-Budget-Lösung zeigen, wie ich damit mittlerweile alles wunderbar an den Wänden befestigen kann und einfach nur noch glücklich bin. Einmal diese Fischer-Dübelbox. Drei Dübelgrößen, groß, mittel, klein. Wunderbar. Warum habe ich davon drei Stück? Weil ich davon einfach drei Stück gekauft habe und manche mittlerweile leer sind. Super geil. Und als Schlagbohrmaschine benutze ich das Teil von Parkside. Super günstig und funktioniert echt gut. Wir haben hier viele verschiedene Teile und da fällt es natürlich am Anfang wahrscheinlich ein bisschen schwer, irgendwo anzufangen. War bei mir genau so und dann ist mir eine Idee gekommen. Ich werde als erstes mal Leisten schneiden, die ich für verschiedene Dinge einsetzen kann. Zum Beispiel Leisten, wo die Drechseleisen reingestellt werden und Leisten, die zum Beispiel nutzen werden können, um ein einfaches Regal zu bauen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier Leisten, auf denen könnten wunderbar die Drechseleisen stehen, da sind die Abstände gut. Ich könnte hier aber auch wunderbar eine zweite Leiste nehmen und ein einfaches Regal bauen, dass ich dann einfach an die Wand ranschraube. Das ist ein gutes Zwischenmaß für viele Dinge. Das heißt, diese 8 cm Leiste wird jetzt erstmal so Stammmaterial sein für einige Halter. Ich habe jetzt auch übrigens einige Streifen geschnitten, damit ich die einfach gleich nur noch ablenken muss und mir da nicht mehr so viele Gedanken drüber machen muss. Wo die ganzen Werkzeuge hinkommen, da mache ich mir jetzt auch noch nicht ganz so viele Gedanken. Das werde ich gleich schauen, wenn der Halter fertig ist und dann passe ich das an der Wand an. Also jetzt geht es als erstes mal los mit diesen ganzen Drechseleisen, die ich meistens nicht benutze, sondern meine Kursteilnehmer. Aller Anfang ist schwer und so wird es auch in dem Fall sein. Der erste Halter wird wahrscheinlich mit am schwierigsten sein, wo wir den halt eben hinmachen. Denn das soll natürlich praktisch sein, das ist ganz, ganz wichtig, dass der in der richtigen Höhe ist. Aber es soll halt eben auch schon cool aussehen, dass ich zeigen kann, hey, hier, das ist einmal die Werkzeugwand von den Drechselkursen. Und ich sag mal, wenn die Drechseleisen, mal schauen wir gerade, ungefähr so hier hängen würden. Sollen wir die Höhe machen? Ja, oder? Oder sollen wir hier, guck mal. Mal gehen hier hin. Hier ist gut. Da freue ich mich selber jetzt schon ultra drauf. Jetzt können wir die ersten Drechseleisen nämlich schon mal einräumen. Sau gut.
Solche schmalen Leisten hier versuche ich gerade erst fest zu schrauben. Die werde ich einfach festkleben. Und da benutze ich so ein bisschen Sekundenkleber an manchen Stellen, die das Ganze dann hält. Und an den anderen Stellen ein bisschen Holzleim, damit es auch langfristig hält. Das hält jetzt schon. Und so kann es dann gleich montiert werden. Ist das witzig? Geiler Scheiß. So Leute, ich begebe mich extra für euch auf die Knie. Als nächstes wollen wir uns mal hier um diese Spannbacken kümmern. Ich habe mir gerade überlegt, hier einfach eine Multiplexplatte zu nehmen, markiere mir die Striche drauf und nagel da einfach dann entsprechende Nägel rein, um das reinzuhängen. Nur ganz ehrlich, ich will hier nicht so viel Multiplex verballern, weil da haben wir eine Multiplexplatte unten drunter, eine Multiplexplatte oben drauf. Deswegen werden wir das direkt hier an der Wand anzeichnen. Weil Multiplex ist teuer, das will ich hier nicht einfach nur quadratmeterweise an die Wände schrauben und dann nochmal eine Schicht drüber schrauben. Deswegen werden wir das jetzt hier direkt an der Wand markieren und entsprechend festmachen. Diese ganz großen Backen mache ich auch extra relativ weit nach links, weil die brauche ich nicht so oft. Ich markiere mir jetzt hier einen Abstand, mit dem ich zufrieden bin und ziehe mir dann einmal einen Strich nach oben. Ich schaue, dass die alle gleich lang sind, weil wenn die alle gleich lang sind, dann sieht es ja nicht so kuddelmuddelmäßig aus. Heidi Witzka, Leute, das ist ultimativ zäh, diese ganzen Halter zu bauen, weil jeder Halter irgendwie so ein bisschen eigen ist. Aber ich werde euch jetzt einen ultimativen Tipp geben, wie ihr diese Halter miteinander verbinden könnt, ohne dass es so aufwendig ist. Ich mache das so ungefähr bei den letzten 6 Haltern und das ist viel, viel geiler, weil es viel schneller geht. Ich werde euch zeigen, wie es geht. Also viele Halter sehen hier irgendwie so aus. Wir haben oben ein Brett, hinten haben wir eine Lasche, wo wir das Ganze dann miteinander verbinden, damit wir es dann quasi so an die Wand schrauben können. Und ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich das Teil von oben mit dem Teil miteinander verschraubt habe. Aber da ist mir eine Sache in den Sinn gekommen. Hey, du hast mal vor Jahren einen Druckluftnagler vorgestellt. Und wie machen die Amerikaner? Alles, ein bisschen Holzleim und einen Druckluftnagler. Ich habe es ausprobiert. Es ist vollkommen geil, wie gut das funktioniert, vor allen Dingen wie schnell. Ich werde euch einmal zeigen, wie es funktioniert, beziehungsweise wie es aussieht, wenn man das so macht. Also, ich habe hier meine Teile. Ich schleife die vorher immer ganz grob. Und dieses Teil soll hier hinkommen. Das heißt, ich nehme jetzt ein bisschen Holzleim, pack den hier drauf. Danach lege ich mein Brett hier oben einfach drauf. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und das hier hält jetzt schon sehr, sehr gut. Und wenn der Holzleim abgebunden hat, ist das auf jeden Fall stabil genug. Jetzt wieder ein paar Löcher, um es an der Wand zu montieren. Eigenwerbung an der Stelle. Da bin ich ein bisschen stolz drauf tatsächlich. Und zwar wissen vielleicht einige, dass ich kein Ponal benutze. Ich benutze zwar immer die Flaschen, aber da ist kein Ponal drin. Ich benutze Kleiberit. Das ist hier dieses Zeug. Der ist ein bisschen teurer als andere Leime, aber der ist einfach ultimativ geil. Und ich kann jetzt verkünden, ihr könnt ihn bei mir auf der Webseite bestellen. Ich habe 500 Gramm Gebinde, 4,5 Kilogramm Gebinde und 10 Kilogramm Gebinde. Ich bin maximal stolz, dass ich das jetzt sagen kann, dass der halt eben bei uns oder bei mir im Online-Shop drin ist. Und was ich immer ganz, ganz gerne sage, dieser Holzleim, wenn ihr das Video hier im Winter seht, dieser Holzleim ist frostfest. Das bedeutet, wenn ihr den im Winter bei mir bestellt und der liegt irgendwie ein paar Tage im Paketauto und der bekommt Frost ab, keine Problem, der ist bis minus 30 Grad frostsicher. Das wissen viele nicht. Ist, keine Ahnung, jeder sagt aber, bestell deinen Holzleim im Sommer. Ist scheißegal, den kannst du auch im Winter bestellen. Und gerade bei uns wird es ja nämlich so kalt. Wenn es dann um minus 2 Grad wird, das kann der locker wegstecken. Das heißt, wenn ihr Holzleim im Winter braucht, ist das hier endlich die Lösung. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass wenn ihr den verarbeitet, dass es trotzdem jetzt nicht minus 5 Grad hat, weil dann funktioniert der auch nicht. Nur wenn der mal kalt geworden ist, ist er halt eben nicht kaputt. Wenn der mal komplett eingefroren ist, einfach in einen warmen Raum stellen, ein bisschen aufmischen, dann verbindet sich wieder alles in der Mischung und dann können wir ihn wieder benutzen. Aber wie gesagt, absolut geil. Richtig geiles Zeug. Ist ein D3-Leim, benutze ich für meine Stirnholzschneidebretter, verballere ich im Jahr knapp 100 Kilo von. Ach, super. Saugut. Saugutes Zeug.
Leute, ich habe gerade mal was ausprobiert. Ich will es euch zeigen. Ein Druckluftnagler in Kombination mit diesem Pappelspäne ist ultimativ geil. Ihr seht, ich habe hier einen schönen Übergang von der fertigen Werkzeugwand zur anfangenden Werkzeugwand, die ich jetzt noch ein bisschen anpassen muss. Und ich habe mir überlegt, komm, das ist jetzt überhaupt kein Aufwand. Ich packe mal unten noch eine Leiste auf die Kante drauf. Und da habe ich jetzt hier das Teil zugeschnitten, dann kommt ein bisschen Holzleim drauf und dann zeige ich euch, wie ich das jetzt mache. Ich nutze das hier übrigens auch als Übung, weil ich mit diesem Material noch nicht so viel gearbeitet habe. Also wenn ihr ein Material neu verarbeitet, packt ruhig solche Steps mit ein. Ihr seht, ihr könnt es ja auch einfach als Übungsschritt sehen. Und deswegen mache ich das nämlich auch so wie hier. Ich habe hier die Seite fertig geschliffen mit dem Kantenschleifer, um zu sehen, wie die Oberfläche ist. Und ich habe das Ganze auch hier auf der Oberfläche geschliffen. Ich nehme mir jetzt einfach meine Leiste. Das ist eine schöne Seite. Pack das Ganze hier dran und nagel das jetzt auch hier rein. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das hier jetzt schöner findet. Also ich persönlich finde es so besser, weil man halt eben einfach nicht mehr direkt die offene Kante sieht. Hier sieht man sie natürlich noch, aber normalerweise steht man auf der Seite der Wand und halt eben nicht hier. Deswegen finde ich das hier eigentlich eine schöne Abschlussleiste. Aber es war auch einfach zur Übung, wie sich das halt eben verarbeiten lässt und wie stabil das langfristig ist. Also Pappelspäneholz habe ich am Anfang richtig kacke gefunden, aber ich muss sagen, mit dem Projekt hier finde ich es mehr und mehr echt gut. Ich werde jetzt mal so ein bisschen pfuschen. Ich werde euch da mal... Wobei, das funktioniert so, glaube ich, gar nicht, ne? Ich habe eine Zierleiste und habe da jetzt einfach mal was ausprobiert. Und zwar habe ich jetzt einfach Streifen zurechtgeschnitten, bis ich auf der richtigen Dicke bin. Und das werden wir jetzt einfach mal alles festtackern. Und das ist der Langzeittest, ob das hält. Da dieses Kabel will ich verdecken. Und da habe ich einmal eine Leiste hergestellt. Die will ich einfach tatsächlich ganz stumpf übereinander packen. Ich habe die Kanten extra geschliffen, dass die schick aussehen. Und die will ich jetzt einfach direkt da festnageln. Seid gespannt, ob es funktioniert. Als erstes ein bisschen Kleiberit für das gute Gewissen. Funktioniert erstaunlich gut. Also dafür, dass das alles nur irgendwie mit solchen kleinen Nägeln da reingeschossen ist, finde ich es eigentlich ganz okay. Leute, offiziell der letzte Halter. Ich weiß, warum ich das so lange hinausgezögert habe. Das ist ultimativ aufwendig, diese scheiß Halter zu bauen. Also das ist so eine Arbeit, da bin ich nicht gut drin, weil das ist so tüdelig. Komm, ich zeige euch, wie der letzte Halter geworden ist. So ist er geworden. Oh Mann, ich kann auch jetzt keine Halter mehr sehen. Es reicht. Das ist jetzt im Prinzip einfach ein Halter mit vielen Löchern. Das sieht schon scheiße aus. Okay, er ist doch viel zu weit unten. So, habe ich jetzt echt den Halter zu wenig? Ah, das ist der letzte und schlimmste Halter von allen. Eine Sache habe ich euch noch nicht gezeigt, und zwar sind das die Fensterbänke. Ganz, ganz simpel, mit drei Schrauben oben auf der Fensterbank montiert, damit es ein bisschen schicker aussieht. Denn das ist auch tatsächlich so eine der Hauptablagen für meine Drechselkursteilnehmer. Hier haben wir eine Fensterbank und hier haben wir eine Fensterbank. Da sind noch die ganzen Spannfutter, denn die waren mir jetzt zu schwer, um hier an dem... ja, an der Wand zu befestigen. Deswegen liegen sie halt eben da hinten. Da liegen sie auch echt gut. Der Gedanke mit dieser Werkzeugwand ist auch, dass ich an einer zentralen Stelle alles an Drechselwerkzeugen habe. Das ist ja bis dato schon mal klar. Aber ich gebe ja Drechselkurs, das bedeutet, damit ist es leider noch nicht getan, denn die ganzen Werkzeuge müssen, wenn sie benutzt werden, entsprechend verräumt werden an die Kursdrechselbänke, damit meine Teilnehmer das Werkzeug auch benutzen können. Und da will ich eben auch eine schicke Lösung bauen, damit die Leute halt eben das Werkzeug gut erreichen können, es gut sehen können. Und die vergangene Lösung, die zeige ich euch einmal, die will ich auch weitestgehend ersetzen. Die war gut für die alte Werkstatt, weil die Drechselbänke mitten im Raum gestanden haben. Aber langfristig ist das keine gute Lösung, weil die Werkzeuge mit der Schneide nach oben zeigen. Und da ist halt eben das Verletzungsrisiko zu groß. Das heißt, die will ich so nicht mehr lagern. Wenn man da reingreift, dann kann man sich halt eben arg verletzen. Ich habe es natürlich jeden Drechselkurs angesprochen, wie sich das Ganze auch ergeben hat. Aber deswegen, weil ich es jetzt einmal mache, will ich das jetzt auch irgendwie abändern. Leute,
Leute, was soll ich sagen? Das Projekt ist finalisiert. Ich werde dir alle Feinheiten zeigen. Ist wirklich geil geworden. Ich freue mich sehr. Wir machen das Ganze jetzt mal in den Drechselkursmodus. Dann würde meine Drechselbank ungefähr so hier im Raum stehen. Zuallererst seht ihr mal das, mit dem alles auch angefangen hat. Das war hier diese Werkzeugwand. Und ich habe jetzt die ganzen kleinen Teile irgendwie auch hier verstaut. Die Schlüssel, um bei den Spannfuttern die Backen zu wechseln, lagern jetzt auch hier. Ein kleines Detail hier direkt an der Stelle. Ich habe jetzt auch geschaut, dass alle Absaugschläuche nicht mehr auf dem Boden liegen. Weil wenn die immer auf dem Boden liegen, sieht es ultra unorganisiert aus. Und man kann einfach nicht so gut in den Ecken kehren. Deswegen hängt der Absaugschlauch jetzt hier schön an der Wand. Wenn wir ein bisschen weitergehen, sehen wir hier die zwei Schärfstationen. Die werden immer im Kurs rübergerollt, aber ich habe sie so angeordnet, dass ich sie nutzen kann, wenn ich halt eben alleine was drechsel, für YouTube zum Beispiel. Da habe ich jetzt hier auch zwei schöne Stationen, wo ich zum Beispiel das ganze Schleifpapier drin habe und so ein bisschen weiteres Kleinkramszeugs, was ich wirklich nicht oft brauche. Hier übrigens nochmal die Werkzeugwand in der Übersicht. Hier haben wir einen Kursplatz, da steht eine Drechselbank ganz vorn. Hier befinden sich dann die beiden restlichen Drechselbänke. Da kann man jetzt schön modular alles jetzt so gestalten, wie man es halt eben möchte. Wunderbar. Die Kurshelme, also die Schutzvisiere, haben jetzt auch übrigens endlich einen eigenen Platz. Da habe ich immer gesehen, dass meine Teilnehmer die irgendwo hingehangen haben, weil es war halt eben nichts dafür vorgesehen. Und jetzt ist immer in direkter Reichweite hier oben der Halter, wo man die Helme hinhängen kann. Und hier haben wir jetzt final den eigenen kleinen Arbeitsbereich. Und ich muss sagen, den finde ich eigentlich ganz schnuckelig, so wie er geworden ist. Er ist natürlich nicht riesig, weil die ganzen anderen Werkzeuge, die sind jeweils noch einmal zugeordnet. Das heißt, das hier sind wirklich nur die Werkzeuge, die an dem Tag gebraucht werden. Da hat man eine schöne Übersicht. Man sieht, welche Schneide oder welches Werkzeug wie aufgebaut ist. Wenn ich dann zum Beispiel sage, das linke Werkzeug, dann wissen Sie direkt, hier, linkes Werkzeug, die Schalenröhre mit Fingernagelanschliff zum Beispiel. Da kann jetzt auch endlich der Spannschlüssel von dem Spannfutter reingepackt werden und ein schönes Detail. Hier ist ein Zollstock, der ist hier auch drin, schön drin verstaut. Und hier ist ein einfacher Klettstreifen, da kann man das Schleifpapier, je nachdem wie man es dann halt eben braucht, dann noch wieder zurücklegen, dass da auch endlich Ordnung drin ist. Also ihr könnt euch vorstellen, dass man so viel Werkzeug natürlich nicht hat, wenn man alleine drechselt, denn alle Drechseleisen habe ich viermal, damit halt eben auch jeder Kursteilnehmer sein eigenes Drechseleisen hat. Wenn ihr Lust auf einen Drechselkurs habt, kommt gerne vorbei. So sieht es hier aus. Hier kann gedrechselt werden offensichtlich. Und falls du vorbeikommst, würde es mich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Ciao.